Dazu haben wir uns Bernd Fenor eingeladen, Unternehmensberater, und er lehrt auch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Brünn. Ist denn dieser Mittelständler, den wir eben gesehen haben, zu Recht so entspannt in Bezug auf die China-Konkurrenz? Ja, im Moment führen viele deutsche Unternehmen noch in ihren Marktsegmenten. Allerdings rückt die chinesische Konkurrenz immer näher ran. Das heißt, man muss sich jetzt wappnen. Ist das jetzt naiv zu glauben? Mir kann eigentlich da keiner an den Karren fahren. Meine Produktion und das Know-how ist so speziell, da kann keiner drankommen. Ja, oder? Sicherlich kommt es auf die Segmente an. In diesem Segment hat die Firma Bausch & Ströbel, denke ich, noch einen sehr großen Wettbewerbsvorteil. Allerdings gibt es eben andere Marktsegmente, wo auch chinesische Wettbewerber angreifen. Die gilt es im Auge zu behalten. Ja, das heißt, was sind die größten Herausforderungen jetzt für die deutschen Unternehmen? Lassen Sie mich zwei herausgreifen. Das eine ist natürlich, Antworten zu finden auf chinesische Wettbewerber, die vor allen Dingen in den Massensegmenten angreifen. Das heißt, von unten mit günstigeren Produkten, mit einfacheren Produkten. Die deutschen Unternehmen sind eher im Premium-Bereich mit hochqualitativen Produkten unterwegs. Hier gilt es darauf, eine Antwort zu finden. Das heißt, es kommt darauf an, in Zukunft auch die chinesischen Wettbewerber im Heimmarkt anzugreifen. Das geht am besten, wenn sie dort auch eigene Produktionskapazitäten errichten und Entwicklungsabteilungen aufbauen. Aus Made in Germany wird dann Made by Germany. Das heißt, Produktion an ausländischen Standorten nach den deutschen Qualitätsstandards. Mhm. Könnten die Chinesen auch so gute Qualität liefern? Sie beobachten sicherlich genau, was die deutsche Unternehmen und andere Unternehmen liefern und versuchen dann ranzukommen. Es ist letztlich aber ein offenes Rennen. Es kommt immer wieder auch darauf an, wie verhalten sich die deutschen Unternehmen? Ruhen die sich auf ihren Lorbeeren aus oder sind die immer weiter bemüht, ihre Spitzenposition zu halten? Im Wesentlichen durch Innovationen. Das heißt, der größte Fehler ist, Sie könnten sich eben auf den Lorbeeren ausruhen, ja, wie Sie sagen. Was müssen Sie denn tun, um diese Wettbewerbsposition wirklich zu halten? Also Haupterfolgsfaktor ist die Innovation. Das heißt, immer wieder mit neuen, überzeugenden Produkten und Dienstleistungen herauszukommen. Eine große Herausforderung, Sie haben nach Herausforderungen gefragt, ist noch das ganze Thema Demografie. Hier kommt es darauf an, dass wir auch in Zukunft genügend Fachkräfte gewinnen können. Und Deutschland hat ein demografisches Problem. Das ist bekannt. Das heißt, wir brauchen in Zukunft Zuwanderung aus dem Ausland, qualifizierte Fachkräfte, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften. Experten sprechen von 100.000 bis 200.000 Fachkräften, die wir zusätzlich pro Jahr benötigen. Eine große Herausforderung. Jetzt ist ja auffallend, auch was wir gerade gesehen haben, dass wir in Deutschland 1.500 mittelständische Unternehmen haben, die Weltmarktführer sind. Ist das was Besonderes oder ist das völlig üblich, dass das so kleine Unternehmen auch sind? Richtig, das ist eine Besonderheit von Deutschland. Die meisten Länder haben erfolgreiche Großkonzerne, die auf dem Weltmarkt eine Spitzenposition einnehmen. Wir haben in Deutschland sehr viele Mittelständler, die das tun. Und das ist in der Tat etwas Besonderes. Von den 1550 Weltmarktführern sind ca. 1350 Mittelständler. Und wird das auch in Zukunft also so bleiben? Oder muss man sich doch irgendwann der Konkurrenz aus China, Asien beugen? Bezüglich der Unternehmen bin ich optimistisch. Die Unternehmen sind regional sehr gut aufgestellt. Sie sind in den Wachstumsmärkten, Wachstumsregionen aktiv. Sehr oft produzieren sie Produkte für die sogenannten Megatrends, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Medizintechnik. Und Merkmal des Mittelstandes ist, die Firmen passen sich sehr flexibel an. Sagt Bernd Fenor. Ganz herzlichen Dank, Unternehmensberater, für Ihren Besuch. Dankeschön, Frau.